So ein Cluster ist einfach ein zusammenhängendes Gebilde aus einzelnen Teilen. Zum Beispiel ein Rechnercluster. Das sind mehrere Rechner, die im Netzwerk miteinander verbunden sind. Also das ist so wie in der Musik, wo ich auch mehrere Töne auf einmal spiele. Also ich meine, sind diese, ich hab das deswegen gefragt, ich muss es umformen, sind diese vielen unterschiedlichen Sachen so, dass sie zur gleichen Zeit funktionieren? Also in einem Rechenzentrum, da habe ich viele Computer mit Speicher und alles Mögliche und die sind über Netzwerk miteinander verbunden. Und das bezeichnet man als Cluster. Ich könnte mir vorstellen, dass es in anderen technischen Bereichen den Begriff Cluster auch gibt. Aber ich kenne jetzt nur den Begriff Cluster, wenn mehrere Computer zusammenarbeiten und zusammengeschaltet sind. Okay, in der Netzwerk- und Internetwelt spricht man von einem Cluster, wenn ich ganz viele Rechner an einem Punkt oder für eine Aufgabe zusammengefasst habe.